So Leute, grüßt euch und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon MMO 3D. Ja, in den letzten beiden Folgen hatten wir ja das Widersaar und Pikachu gefangen. Dann in der letzten Folge waren wir bei Exploration 1. Da haben wir ja noch das Plekmon, das Karpador und das Muschas gefangen. Genau. Plekmon, Karpador und Muschas. Da war doch noch eins, oder? Ne, nur die drei Pokémon. Genau, stimmt. Nur die drei hatten wir da gefangen, genau. Und dann hatten wir ja noch... geschafft uns ja den Broke Up freizuschalten, ne, soweit uns vom Trainerlevel her hochzuleveln, und haben wir ja halt, ne, als passende Pikachu gekauft, halt mit einer neutralen Natur, so. Und würde ich sagen, wir loggen uns ein und los geht. Ich hoffe mal, das ist auch jetzt richtig, Leute, weil gerade eben irgendwie ein Fehler da. Ach, jetzt ist wieder normal, noch wunderbar. Sehr schön, geht doch. So, und, genau, die haben wir noch, ach ja, warte kurz. Zurück zum Pokécenter. So, in der Zwischenzeit außerhalb des Let's Plays, jetzt außerhalb der Let's Play Zeit, habe ich natürlich auch noch ein bisschen gespielt, um das Pikachu zu trainieren. Und habe dabei natürlich auch noch ein paar Pokémons gefangen, und die möchte ich euch einmal kurz zeigen, welche das sind. Also einmal hatte ich, genau, das habe ich glaube ich nicht, nee, warte mal, oder? Hatte ich doch keins außerhalb gefangen. Doch, das, hä? Warte mal, welche hatte ich denn angefangen außerhalb des Let's Plays? Gut, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Na gut, das Spiro, glaube ich, hatte ich außerhalb des Let's Plays gefangen, genau, aber da hatte ich ja das Pikachu trainiert, richtig. Was hat mir denn auch außerhalb des Let's Plays gefangen? Ah, gut, gute Frage. Wie soll ich denn das zweimal... Ach ja, was ich noch außerhalb des Let's Plays gefangen habe, Leute, ist, Moment... Nein, das ist nicht. Das ist ein Shiny Raupi. Wir haben ein Shiny Raupi, Leute, das war das, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir haben einmal... ein Shiny Raupi gefangen gehabt, und ich glaube, das Miracle war das, was sie gefangen hatten. Was ich gefangen hatte, außerhalb des Let's Plays, genau. Aber hier, wie gesagt, ne, das Shiny Raupi. Daran erkennen wir, dass es ein Shiny ist. Und ja, es ist halt irgendwie ein gelbes Raupi, es ist irgendwie gelb. Naturmild. So, Naturmild. Jetzt werde ich euch mal noch was zeigen, was ich eingebracht habe für das Let's Play im Spiel. Moment. So, jetzt dürfte euch ein Bild eingeblendet sein, wo wir gucken können, welche Natur mit ist, wo Milch steht. Ich mache das mal hier auf mein Handy auch auf und gucken wir gemeinsam nach. Na, wo habe ich das denn jetzt? Die Cheat. Voyona Leber. Ach, das habe ich auf mein Handy gar nicht drauf. Oh nee, oder? Das ist jetzt nicht mein Ernst. Oh, Scheiße. Na gut, hab ich was gesehen, ne? Okay, ich mach das wieder aus. Und zack, und jetzt ist das. Ja, ist wieder ausgeblendet, genau. Hey, wieso habe ich denn das hier bei mir auf den Bildern, in der Bildergalerie auf dem Handy noch nicht drauf? Oh Mann, ey. Da habe ich... Scheiße. Da muss ich das auch noch hinzufügen. Das habe ich vergessen. Scheiße. Oh. Ja, habt ihr auf jeden Fall gesehen, wo halt Mild, ne? Was das ist. Welche Natur das ist. Was die Natur am besondersten halt unterstützt. Genau. Also fördert. Und der Pikachu, genau, hat ja, ne, die Natur Hardy. So, und wenn ihr guckt... Moment, zack, zack, zack. So, jetzt habe ich das jetzt wieder eingeblendet. Hier, ne? Seht ihr, dass Hardy ganz oben links ist, genau. Und zwar ist es auch ausgegraut. Das bedeutet, dass es halt eine neutrale Natur ist. Das bedeutet, wir können an dem Pikachu eigentlich quasi alles trainieren und, ja, ne? Und es wird alles super stark sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter auf Pokémon-Jagd. Wir sind jetzt hier bei Exploration 1. Achso, Moment. So, zack, Anzeige wieder ausgeblendet. So, Exploration 1. Ja, toll. Jetzt habe ich die Tastenkombination noch alle leider nicht gemerkt. Unter was Exploration 1 ist und so weiter und so fort. Ha, toll. Muss ich mir noch ausschreiben. Ja, das werde ich dann alles in den nächsten Folgen, dann alles mal einblenden, ausblenden, dass wir dann gemeinsam sehen können. Ne? Zum Beispiel habe ich ja noch Bilder hier eingefügt in meinem Pokémon MMO 3D Let's Play Szene bei OBS, wo ich halt je nach Ort halt Bilder blenden kann, wo man dann halt gemeinsam schauen kann, wo in dem Ort sich welche Pokémon befinden und welche Pokémon überhaupt in dem Ort zu fangen sind. Ne? Nur wenn ich dann wie bei Let's Play geschaltet sind, dann auch immer dementsprechend die Bilder vom Ort einblenden werde. Und dann wieder auswählen werde, ne? Okay. Ja, jetzt bin ich hier und ich würde sagen, wir werden versuchen, wir auch nochmal unter Pikachu mal ein bisschen weiter zu trainieren. Oder nein, wir machen was anderes. Oh, ein neues Pokémon-Bot. Okay. Pikachu, versuchen wir es mal zu kriegen mit dem Pikachu. Perfekt. Hier fahren wir heute wieder Snowball. Okay. Warum kommt Pikachu? Haut doch kaputt. Was ist denn los mit dir? Komm schon, Pikachu. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt wieder draufhaut. Ja, schick den Danzen. Zack und zack. So, während das läuft. Und Zeit läuft. So.
Gefangen oder nicht gefangen? Sei gefangen, schau ich dir die Füße kaputt. Mach mir keine Ärger, sei nicht gefangen. Ich werde wahnsinnig, das gibt's nicht, unverschämtes Pokémon. Du sollst gefangen, habe ich dir gesagt, komm. Pikachu, komm. Pikachu! Lässt dich kaputt schlagen, ich fass es einfach nicht. So, wir haben ja dieses Pokémon hier, ne? Genau das. So, einen Moment kurz. So, jetzt kommt das nächste, was ich euch jetzt damit einblende. Und zwar, was der erstmalig gefangen ist. Also wenn wir dann mal gemeinsam gucken, was dieses jeweilige Pokémon, was wir da, also was wir durch dieses Pokémon trainieren können, welchen Wert. Wenn es überhaupt in der Wertliste mit dabei ist. Gucken wir gleich mal. So, gefangen, perfekt. Also, so. Nein, warte mal, wie war das? Eves, genau. Warte, sag dann eben ist es halt, ne? Was? Nein? Hä? Was ist das für eine Scheißerei jetzt? Wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Was soll das jetzt? Hä? Oh, jetzt funktioniert was nicht. Das gibt's doch nicht. Hä? Wieso wird jetzt die Sache wieder nicht angezeigt? Oh, ich bin schon wieder was rum. Das ist doch nicht zu fassen. Warte mal, nein, weil ich das auch ganz mal... Oh, wartet, Leute. Zock. So, zack, jetzt können wir das sehen. So, der hat einen Fehler gemacht gehabt, Leute, bei OBS haben wir es falsch eingeklickt. Jetzt seht ihr nämlich hier auf der linken Seite, welches Pokémon, also was, an welche Pokémons, oder mit welchen Pokémons, an welche Werte trainieren kann. Guckt euch mal nur an, ich mache das mir eben auch auf. So, mir wird gerade diese eine Pokémon gefallen. Mal gucken, ob ich das hier irgendwo habe. Noch sehe ich das nicht in den Listen. Nee, ich sehe das jetzt in den Listen nicht. Das scheint gar nicht dabei. Nee. Dieses Pokémon scheint in den Listen gar nicht dabei, in der Liste gar nicht dabei zu sein, was wir gerade gefangen haben. Also ich kann mir leider nicht schauen, was wir mit den Pokémon trainieren können. Aber ihr seht ja jetzt, ne? Ihr seht ja jetzt hier das, da könnt ihr sehen, was alles überhaupt trainiert werden kann, mit welchen Pokémon, ne? Also welche, Werte, ne? So, okay. Moment, pass ich mal kurz gucken, das war... Genau, alles klar. So. Oh, sorry, Leute, ich muss mal das Spiel runter und hochkriegen, weil ich muss mal all die Tastenkombinationen aufschreiben. Hätte ich vorher machen sollen, das spiele ich hier gerade unvorbereitet, sowas, sowas auch. So, ich würde über das Pikachu heilen gehen, weil das Pikachu rumgeschissen hat. Oh. Nicht so passend, scheiß Pikachu mit dir, ey. Zu faul für alles, ey. Zu faul für alles. Wir gucken mal kurz die Werte von Pikachu an. Also HP 16, naja, ist auch wenig. Attacke 43 ist auch noch wenig. Und Speed 50 und Spitzes. Oh man. Okay. Zum Beispiel, um HP zu trainieren, brauchen wir Raupis. Aber wie ein Training mache ich eher. Hauptsächlich neben, hauptsächlich außer der Testplate. Hier würde ich sagen, ja. Nehmen wir mal weiter auf. Einfach willkürlich auf Pokémon jagen. Das heißt, das ist doch, das ist kein Wille. Wäre der Hammer, wenn das ist, dann wäre das gewesen. Ja, du, das wäre der Hammer gewesen. Nicht das, sag mal. Bist du so dämlich? Du wirst als Taubsi anschlagen und nicht das Pokémon. Pikachu, ey. Wieder mal zu doof für alles. Okay, das ist aber auch... Ey, was machst du denn da? Lass mir die Pokémon smelt. Hau ab da! So, jetzt laufen wir einfach mal in die Richtung ein bisschen rein, ne, um noch weitere neue Pokémon zu finden. Und nebenbei, ne, tauschen sich hoffentlich noch weitere andere Pokémon, auf die Gebrauch und zwar HP zu treten. Super. Ja klar, zwischendurch taucht mal ein Raupi auf und so. Oh, du Ratschock von Pikachu. Also langsam habe ich die ganze Form von Pikachu. Denn das Pikachu ist für hier noch viel zu schwach. Oh, hau ab, Mensch. Was willst du von mir? Der hat ja für die Puppe, der da... Ja, was ist das? Oh, ein Bellspool. Ja, zum Beispiel damit können wir Attacke trainieren mit dem Pokémon. Genau. Attacke gibt es damit. Oh, jetzt hat er mir das weggenommen, oder was?
Oh, da ist noch ein Mirabler. Jawohl, wenn Mirabler auch hat, dann bin ich ja perfekt. Hau doch. Hey, der nimmt mir alles weg. Ah, Mistkerl. Hey, der Mistkerl läuft mir echt hin und her, nimmt mir alles hin und her, dass der alles mir alles weg. Aber trotzdem kriege ich die Punkte, wie ich sehe. Ja, scheint so. Hilft er mir oder was? Ach, das ist aber auch nett. Aha. Der Jäger hilft mir gerade wohl. Nein, doch. Ich hätte hier irgendwo einen Raum. Oh, ja, das kriegt natürlich eh gar nicht daran trainieren, wenn. Scheiße. Das ist Shigi, meine ich. Doch, Sabine ist online. Ach, guck einer an. Ii, zack. Nochmal heilen. So, und dann gehen wir am besten. Ach, ja, ich weiß auch nicht. Ach. Machen wir mal einfach aus der Folge ein Pikachu im Training und fertig. So, no, hey, Route 1. Oh. So, und jetzt gehen wir dahin, wo wir das gut trainieren können. So. Zack. Apropos, Route 1, wenn ihr das mal eben sehen wollt, so, zack. Jetzt könnt ihr euch mal kurz das Bild von Route 1 anschauen. Welche Pokémon sich denn hier so alle befinden. Schaut euch das von in Ruhe an. Ne, und dann könnt ihr sehen, wo wir hingehen müssen, um das Raupi zu fahren, ne? Wenn ihr wollt, stellt das Video auch mal kurz auf Pause, guckt in Ruhe an. Ich blende es jetzt wieder aus. Und zack, ausgeblendet. So, weiter geht's. Okay, passt. Oh, scheiß Mist, das ist ja nervig hier. Jetzt ist schon jemand das Spiel runterklicken muss, Mensch. Muss wie gesagt, alle Tastenkombinationen mal richtig aufschreiben. Eingegeben, aber nicht gemerkt, was war. Doch, da gibt's ja auch genau. Du willst da hin. Mirabla. Mirabla. Oha. Okay, Pikachu, du sollst hier trainiert sein. Los geht's. Sei es Mirabla, hau das Mirabla zusammen. Damit du deine Attacken trainierst. Wie auch das. Komm. Lass den nicht. Lass dir keinen Schaden zufügen. Meine Güte, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, Mate. Ist denn das immer mit dir? Dein Traumziel wollen wir auch nicht. Da, wieder Mirabla. Wo ist es denn? Ah, da hinten, da. Ja, ab geht's. Yee. Schlag doch! Wow, mit einem Schlag kaputt noch. Hoho, Pikachu. Wo wird denn wieder Level gestiegen? Ja, yee. Anständig, Pikachu. Anständig. So will ich das auch hören und sehen. Hast du mir Rappler ja ordentlich eine draufgeschädelt, wa? Mit dem Rappler können wir nämlich, ne? Ja, da. Ah, da wieder Attacke trainieren. Perfekt. Okay. Also müssen wir an der Stelle angekommen, wo das Raub ist, so trainieren wir dann, müssen noch dabei, müssen dann Attacke, ne? So, zack, das haut drauf. Jawohl. Sehr schön, Pikachu. Ja, yay. Bin ja langsam was. Was ist das? Oh, Pidgey, das wollen wir gar nicht. Oh, Pidgey, brauchen wir nicht Pidgey. Glaube ich, er bringt nämlich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ja, und wir werden jetzt auch erstmal hier die ganze Zeit noch auf Route 1, weil hier das Pikachu trainieren. Weil. Pikachu, denkst du drauf oder nicht, Idiot? Sagst du rein jetzt, ha? Piep mit dir mal geil. Du hast Glück gehabt, dass das Trafender jetzt auch nichts gemacht hat. Das bist du eigentlich für Narren, Pikachu, ey. Hä? Du hast doch auch einen Wert noch für. Hä? Du doch jetzt eine. Doch, das ist das. Genau, da oben ist wieder. Oh Mann, was ist das hier für eine Scheiße? Ist so richtig Tastatur noch so blöd. Doch, hier müssen wir oben hin. Denn hier geht's unter. Mirabla, perfekt, ist auch gut. Aber hier müsste auch immer auf und zu schon mal das Rauch hier auftauchen. Ich habe eine der Spawn-Chef von Rauch, wenn wir gerade gesehen auf dem Bild, ne? Jo, Fender hoch. Na da, okay. Die holen wir uns auch. Oh jawohl, komm, oh, Mann, ey. Erstmal in Ruhe hinlaufen. So. Und jetzt. Mann, schon wieder die verdrehen in die Tasche. Ist das was für eine Scheiße? So weiter da oben drauf. Oh, scheiß Pidgey wieder, ey. Wie noch, wir brauchen Raupi. PHP. Komm schon, sag an.
Mirabia und Knofenser für Attacke. Was ist das Mirabia? Ne, das ist ein Knofenser. Das ist eine solche Scheiße, denn. Ich hätte gerade einen Mirabia in sich gehabt. Was soll das? Ist das jetzt wahr? Da, da, hier ist doch. Wieder nicht. Ah. Da. So, das macht kaputt, ich hatte Pikachu! Der hat dich schon wieder erschlagen, Junge! Ah. Ist doch wohl nicht das. Oh. Pelletown! Junge, ich fass es einfach nicht, ey! Lässt Pikachu dich schon wieder erschlagen! Wart's ab, Leute, das wird noch alles! Und wie gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei Route 1, weil ich möchte da auch noch damit das Lomanda finden. Das gibt's da nämlich auch. Und bis wir das gefunden haben, ne, werden wir halt das Pikachu erstmal trainieren. So, Route 1, weiter geht's, Ladies! Oh. Ah, okay, da ist schon ein Knofenser, perfekt. No, was soll denn das? Du sollst doch Knofenser anvisieren. Oh, Pikachu! Gut, kein Schaden genommen, anständig. Okay, wir sind eigentlich am besten auch, und genau, Radfahrt sehen wir doch aber auch mit, weil nämlich durch Radfahrt zum Beispiel die Geschwindigkeit von Pikachu erhöhen kann, Pikachu schneller läuft. Jetzt kommt doch schon, was, wie schon erledigt? Hier, wenn ich Pikachu denn noch entdeckt, da ist doch kein anderes mehr. Das da, der Yiji, war ja noch leer, ha. Oh, ist ja nicht zu fassen, ey. Wie gehst du auf den Nerv, Pikachu? Ach ja, genau, hab ich schon gemerkt, wie man Pikachu, übrigens heißt. Monster-Chu. So habe ich das getan. Weil ich aus diesem Pikachu ein Mega-Pikachu machen möchte. Ne? Deswegen habe ich es Monster-Chu genommen, weil es nämlich bald extrem stark sein wird. Und ich werde für verlieren der Fische in wenigen Tagen schon dafür zu sorgen. Oder innerhalb der nächsten Woche. Bin ich versuchen dafür zu sorgen. Oh, Lady. So, weiter in die Richtung, weiter in die Richtung. Leben hat man noch. Scheiß Mist, ey. Ugh. Was? Scheiß Tunnel schon wieder, so jetzt. Weil der Turm wieder misst. Ich will wieder noch ein Kopfhörer gehören. Ja, wenn wir dann auch heute noch ein ordentliches Headset kaufen müssen. Gaming-Headset natürlich. Dann kann der Ding aber schlecht aus. Ich kann mal gucken, wie gut das Mikrofon, das Gaming-Headset ist, wenn es richtig gut ist. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mein Stadtmikrofon eventuell verkaufen, weil ich brauche das wahrscheinlich gar nicht mehr. Außer werde ich das sogar noch besser zu verstehen in den Spielen, mit noch besser Qualität reinkommen. Ja, weil das Mikrofon dann mehr oder weniger direkt von meinem Mund ist, dann bin ich auch ganz anders zu hören. Im Moment habe ich ja hier nur hier ein Standmikrofon stehen. Aber ein gutes Auna-Mikrofon. Ist auch schon sehr alt, aber ist immer noch alles rein, ne? Wie ihr hier hört. Ne, klang ist doch gut. Also ich bin zufrieden dabei. Boah, trotzdem. Headset, wir sind mit der gehen wir wieder oben. Wir merken noch. Komm, geht kaputt. Bruder Chock. Von Fiji. So, jetzt ab dann nach oben hin. Oh, wieder Ratzfatz. Nein, das will ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt ein Ratzfatz. In die Ringe, weiter in die Ringe. Jetzt habe ich mal ganz zu viel anzünden hier. Jetzt habe ich mal gerade ein bisschen abgelenkt. Fiji. Oh Mann, jetzt komm schon. Ich brauch viel Mensch. Oh, so mühselig im Moment. Ja. Radfratz, nein. Warum kann man nicht einmal mit Kraft ohne Ende hin und her wechseln? Oh, das ist. Naja. Wie gesagt, Leute, der Anfang ist. Na, wie heißt es immer? So schön. Alter, Anfang ist schwer. Und genau das habe ich jetzt noch im Moment, ne? Es ist jetzt noch ist es schwer. Aber glaub mal, Leute, wenn du, wie gesagt, noch außerhalb des Let's Play noch das Pikachu ordentlich leveln. Also außerhalb der Aufnahme und, ne? Boah, ist das jetzt wahr? Kein scheiß Raubi, Gigi. Boah, you know, Lehrer. Gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten Stelle, wo definitiv das Raubi auch auftaucht. Und zwar, nämlich da, in der Bucht. Da gehen wir jetzt hin. Ne? Also,
Hier, in Niederburg, da taucht das VW auch oft auf. Und auch dieses Pokémon ist hier überhaupt, um Attacke zu trainieren. Erstmal trainieren wir Attacke und HP. Ja, komm schon. Ja, Spiro, wo haben wir das Spiro? Wo bist du? Yeah, Spiro. Aber was trainiert Spiro? Das muss ich wohl, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warte mal kurz. Okay, Spiro hat wohl Attacke trainiert, alles klar. Aber was immer mal noch beobachten. Okay, keine Energie verbrauchen. Anständig. Ja, Raupi. Ja, nein, niemand. Yeah. So, damit trainieren wir jetzt HP. Und wir können auch das Glück haben, dass hier vielleicht auch sogar das Lumanda mal auftaucht. Weil das kann scheinbar, weil Lumanda bekannt ist, kann scheinbar überall auf der Welt auftauchen. Ah, wieder ein Spiro. Gut, perfekt. Raupi, 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 Raupi. Das ist das beste perfekte Attacke. So. Ja, Attacke geht immer höher. 53. Yay! Yeah! Oh! HP ist auch wieder weiter schon höher gegangen. Sehr schön. Na gut, wir haben gerade einen Raum gekauft. Und wir haben, wie ihr seht, wieder ein Event. Das heißt, ich werde wieder alle mal zwei hier hochgelevelt. Perfekt. Also jetzt bitte Raum ist ohne Ende. Und wir haben gerade noch Knopfhänger. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, Mann. Ja, Miraflor, wo? Da, nein, wo? Da, yeah! Es gibt wieder Plöcke für Attacke. Komm her, du Plöcke, die hauen die Schädel oder die Schädel. Ey, du solltest dich nicht auf deinen Schädel holen, verstanden? So was macht man, das ist eine unverschämte Cheaterei, verstanden? Aber ich hab doch mal die... Ach so. Zack, zack, und Attacke, 53, yay! Was? Wie ein Spiro. Ja, da ist es. Der Pidgey, was soll die Scheiße? Hier ist das Spiro, genau. So, Leute, einmal ganz kurz eben. Ich will mal kurz sehen, ob das Spiro auch was meines heißt. E, glaube ich, ne? Nein, Scheiße. D, so. Entschuldigung, so jetzt seht ihr das Bild. Also D, Bedevs, genau. Also das ist schwarz, naja. So, kurz das Bild nochmal angucken, was ich angucken will. So. Spiro, ist ein Spiro hier mit dabei? Und wenn ja, was trainiert es? Oh Mann, was soll denn das? Wie sehe ich das Spiro jetzt? Okay, Leute, ich würde sagen, das Spiro ist nicht. Display. Nur Raupi, Nidoran F zum Beispiel, Nidorans und ja, so, und zack, so, und Anzeige ist wieder weg, ne, genau, so, los geht's, weiter geht's, und ich würde sagen, Leute, 2 Minuten haben wir noch, also schauen wir mal, also Pikachu wieder, ne, und wir wollen ja Pikachu trainieren. Aber wir haben noch irgendwann Kraft. Oh, au! Aber wenn ich gerade. Zwei auf einmal? Nein! Pikachu! Mist, Kerl! Schon wieder gestorben ist das rein jetzt, ha! Ah! Weißkopf, ey! Das ist eine Sauerkratte, immer am Sterben, der Idiot! Für nichts zu nutzen, Mensch! Ja, noch nicht, noch nicht! Aber bald! Erwarten! Erwarten! So! Jetzt gehen wir kurz ins TP-Center. Ja, also Pokémon-Center. Laden das ganz kurz auf, so zack, warum eigentlich TP-Center? Oder einfach Poké-Center? Naja, verstehe ich, sehr gut. So, und dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen bei diesem Part. In dem Part haben wir leider keine neuen, noch, wir haben sogar in dem Part natürlich einen neuen Pokémon gefunden, genau. So, dann, ja, heißt der Part, hat den Namen des Pokémons, ne, und, ja, und Pikachu trainieren, ne? Heißt nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Pokémon und Rotary, Leute. Bye!